Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal eine ganz andere Thematik. Und zwar, ihr habt euch gewünscht, dass wir doch zum Thema Saugertuning mal ein bisschen was zeigen sollen. Ob es überhaupt was bringt, ob da überhaupt was machbar ist und so weiter. Und genau deswegen schnappen wir uns das Fachzeug heute von dem Mann hinter der Kamera. Nico? Hallo. 350 Z. Das Wort müssten wir rauspiepen, wenn ich es wieder sage. Das ist unser Driftfahrzeug. Und irgendwann standen wir und hatten uns überlegt, dass Benny eigentlich da mal eine Software für machen könnte, wenn da überhaupt Leistung kommt. Das heißt, in diesem Video geht es um Folgendes. Erstmal messen wir das Auto so, wie er jetzt steht, komplett original. 286 PS hat er nochmal? 280. 280? Soll er haben. 280 PS glatt. Dann geht es einmal zu E-Exhaust für eine Auspuffanlage schnell. Seht ihr aber auf jeden Fall nach dem Lauf. Dann kommen wir mit dem Auto wieder her. Dann messen wir ihn einmal nur mit Sportauspuff. Dann habe ich mir überlegt, wir bestellen nochmal schnell im Internet einen Sportluftfilter dafür. Okay, gut. So, diesen Mythos Luftfiltermatte. Und dann kannst du dich austoben, was softwaremäßig geht. Ja. Benni, wie ist deine Prognose? 280 PS, wie aus Erfahrung, wie stehen die Sauger da so im Saft? Eigentlich relativ gut. Und eigentlich schaffen sie es, wenn natürlich kein grober Verschleiß an dem Motor ist oder ähnliches und Kraftstoffqualität abhängig. Wo du gerade Kraftstoffqualität sagst, wir wollen natürlich mit diesem Video zeigen, was geht. Das heißt, ich hoffe, vermute mal, dass da jetzt gerade Ultimate drin ist. Ja. Willst du auch nachher Ultimate fahren? Genau, ja. Das heißt, wir machen alle Messungen mit Ultimate. Sehr gut, okay. Das sind schon mal wirklich wichtige Voraussetzungen. Wir haben allerdings neulich bei dem David Bost auf dem Prüfstand gesehen, dass das auch einen krassen Unterschied macht. Das also macht wie schnell der sich die Zündung wieder anlernt, wenn er richtige Sprit drin ist. Ja, das geht eigentlich relativ schnell. 5, 6, 7 Mal Gas geben, je nach Motorelektronik. Und dann weiß das Steuergerät das eigentlich schon und fährt wieder seinen eigentlich gewünschten Zündwinkel an. Ne? Jetzt hast du gesagt, sowohl Zündung, Lambda, das sind ja schon relativ viele Sachen, die du anpassen willst in dem Steuergerät. Ja. Geht das bei so einem? Weil meine Erfahrung, also was ich so weiß, ist halt Japaner. Was ist überhaupt drin? Ist da Bosch drin? Oder nee, ich glaube, hier ist Hitachi drin. Ne? Hitachi? Ja. Klingt wie ein Akkuschrauber. Das ist auch nicht wirklich gängig. Das ist auch ein bisschen komplizierter, das Steuergerät auszulesen. Das heißt, ich kann hier nicht einfach mit dem Stecker dran und das Ding einfach mal so eben auslesen. Müssen wir wahrscheinlich dann einmal ausbauen und booten. Also sprich in einem Modus bringen, wahrscheinlich mit Bepin. Muss ich mir dann mal angucken, ist schon ein paar Jahre her. Praktisch würde man wahrscheinlich am meisten Leistung aus dem Sauger wahrscheinlich rauskriegen. Ist immer ein Thema Nockenwellen. Nockenwellen-Timing vor allen Dingen und es gibt welche, die einfach bedingt zum Beispiel vom Drosselklappenöffnungswinkel begrenzt sind. Ach, das ist glaube ich jetzt hier aber nicht der Fall, das müssen wir dann gucken, wenn wir die Software auslesen, aber es gibt Autos, zum Beispiel C63, die Sauger, die 6.3er bzw. 6.2er Motoren, die waren über die Drosselklappe dann kastriert. Die ist dann zum Beispiel nicht mal 70% offen, dann machst du die Drosselklappe auf, machst ein bisschen Zündung, machst ein bisschen Lambda, 70 PS. Egal in welchem Gang, also haben sie wirklich ab Werk komplett? Ja, genau. Selbst im höchsten Gang ist die Drosselklappe nicht offen. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach mal eine Messung schnell. Ja. Ja, mal gucken. Das war krass leise, das Ding noch. Also, gefühlt nur über Grenze gehört. 264. 264. Oh. 323 Newton. Ist immer eine typische Saugerkurve, wo man aber schon sieht, dass das Ding eigentlich relativ viel Hubraum hat, weil relativ früh das Drehmoment anliegt. Ne? Weil guck mal, wir haben hier 300 Newtonmeter, haben eine Spitze von 323, die ist irgendwo hier. Krass. Und ja, der hat halt Bock auf Drehzahl, ne? Aber ist ja wirklich komplett durchgehend von 2000 Umdrehungen bis knapp 6,5, immer 300 Newtonmeter, ja, genau. Ein bisschen nach oben. Genau. Ja, das denke ich mal dem Hubraum zu verdanken, dann das Drehmoment. Ne? Nico, wie hoch drehst du den immer? Auf der Straße? Nein, also kommt das hin, dass er so bei 6,5 Max-Leistung hat? So? Ja, doch, das kommt hin. Das passt, okay. Ja, und ich glaube 6,7 war dann Begrenzer. Ja, ne? Sieht man auch richtig schön hier im Begrenzer. Ja, genau. Diesen kleinen Knick, wie er einmal wegnimmt und dann wir freischalten. Ja, krass, 264 echt nur. Hätte ich jetzt aber gedacht, dass es mehr ist. Ja, bin ich mal gespannt. Okay, also als nächstes Auspuff drunter, dann messen, Luftfilter, Software. Ja. Let's go. So, da sind wir. Hi, grüß dich Philipp, schön, dass ihr da seid. Steffen, Firma E-Exhaust in Celle. So, wobei es ist gar nicht Celle, ne? Ich dachte immer, es wäre Celle. Ja, wir waren mal in Celle, wir sind jetzt mittlerweile in Lachendorf. Genau, wir haben hier vor 2,5 Jahren gebaut, mal ein Eigenheim errichtet und das ist schon eine andere Ausnahme. Aber ihr wart vorher in Celle direkt. Ja. Weil für mich war E-Exhaust immer Celle. Eigentlich witzig ist für uns ein Katzensprung. Bin auch selber das erste Mal hier. Und jetzt freut es mich, dass, ich sehe es schon, 3,5 Zoll Klappenanlage mit EG-Genehmigung ist in Gebäude hier. Jawohl, genau. Ja.
Also Nico hatte mich ja gefragt, ob wir Bock haben auf dieses Projekt, und ich habe vor längerer Zeit schon mal eine Abgasanlage für 350Z gebaut und hatte da echt Bock drauf. Und wir haben jetzt für das Fahrzeug, für die, es gibt ja glaube ich den 350Z mit 280, 301 und 313 PS, Nico, glaube ich, ne? Ja. Genau. Und wir haben für eine Typgenehmigung für alle drei Fahrzeuge gemacht und die Auspuffanlage, die wir jetzt dafür entwickelt haben, ist eintragungsfrei. So, da müssen wir erstmal ausholen, weil es gab ja in Deutschland viele Auspuffanlagenhersteller, ja, die Auspuffanlagen gebaut haben, die jetzt aber nach und nach immer weniger geworden sind, weil aktuell ist halt ohne TÜV schwierig. Bei euch ist so, ihr macht nur mit TÜV oder nur mit EG-Genehmigung? Wie sieht das bei euch aus? Ja, also wir haben mittlerweile über 100 verschiedene Auspuffanlagen für Fahrzeuge und die sind alle mit Typgenehmigung und das sind auch alles Klappenauspuffanlagen. Ne? Also es ist ja so ein bisschen immer ein Verruf für den normalen Otto-Normalverbraucher, dass man sagt, okay, wenn das Fahrzeug werksmäßig keine Klappe hat, dann ist es, kann man dafür keine Klappenauspuffanlage bauen. Aber wir fertigen und entwickeln Auspuffanlagen, die auch kein, wie beim 350Z hat ja auch keine Klappe. Genau, ja. Und die Auspuffanlagen haben eine Typgenehmigung, weil sie ein extra Steuergerät von uns bekommen, was dann quasi nach den Vorgaben steuert. Ah, und das sind alles? Genau. 3,5? Weil normalerweise ist ja so jedes Auto anderer Durchmesser, aber bei euch ist alles immer 3,5. Ja, das ist ein bisschen unsere Philosophie. Ne? Klingt auch schön. Immer groß, fettes Rohr. Ja, nicht nur deswegen, aber es macht auch echt ein schönes Klangbild, muss man dazu sagen. Ne? Und leistungstechnisch bist du natürlich dann auch nicht begrenzt. Ne? Genau. Also viele nutzen auch die Produkte von uns und ich sag mal, bauen sich das dann ein und machen dann im Nachgang eine Leistungssteigerung. Ne? Also ich habe von euch auf jeden Fall am meisten RS3-Fahrzeuge gesehen. Also gefühlt ein RS3 ohne E-Exhaust-Auspuff ist wirklich... Oder R32 eigentlich. R32 machen wir auch sehr viel, ja. Echt, R32. Das hat mich wirklich sehr überzeugt auch. Ich habe RS3. Kann auch einfach an euren Fahrzeugen liegen, dass die auch so... Oder vielleicht auch, weil du uns auf der Messe in Hannover gesehen hast, auf dem PS. Das kann gut sein, ja. Erklär mal ein bisschen, das heißt jetzt, ihr habt hier für jedes Auto, müsst ihr dann eine eigene Genehmigung machen oder ist das dann irgendwie... Also du erstellst, ich sag mal, Genehmigung für Motoren, ne, und auch für die Fahrzeuge, die dazu passen. Ne? Also wenn wir zum Beispiel eine Typgenehmigung machen für einen Golf 7R und die Auspuffanlage identisch oder einen Cupra 5F passt, dann ist das eine Typgenehmigung, wenn das alles abgedeckt ist. Muss einen gewissen Leistungsunterschied, maximalen Leistungsunterschied, also 10% liegt man da ungefähr. Das heißt, wenn die Fahrzeuge dieselben Geräuschwerte haben oder halt das Produkt alle Geräuschwerte einhält, dann kann man halt auch mit einer Typgenehmigung, ich sag mal, 5, 6, 7 Fahrzeuge mit angreifen. Genau. Aber wir haben, wie gesagt, mittlerweile über 100 Fahrzeuge. Ist auch, das Schild ist schon 2 Jahre alt. Also wir haben mittlerweile auch noch mehr. Ne? Hyundai haben wir auch jetzt eigentlich alle N-Modelle. Ne? Also wir machen i30N, Kona N, wir haben i20N noch gemacht. Also alles, was da so gibt. Supra MK5 haben wir jetzt auch gemacht, den 3 Liter. Oder Civic. Ne? Das ist jetzt hier Honda, haben wir mit Polybauer zusammen gemacht. Ja, habe ich gerade gesehen. Ja. Genau. Aber ich finde das Wahnsinn, dass das alles mit EG-Genehmigung geht. Weil ganz viele denken ja, also das ist das Krasseste bei uns auf dem Channel immer, dass generell, merke ich, die Leute denken, alles immer illegal. So, ne? Ja. Und dann sehe ich andere Autos, gerade Richtung Nordschleife, Zelle eingeschweißt, Airbag ausgetragen, Sitze drin und so weiter, ne? Ja, alles legal, fahren also. Also, da ist krass der Unterschied zwischen, was man wirklich darf und nicht darf. Und so wird das im Auspuffanlagenbereich wahrscheinlich auch sein, dass jeder denkt, boah, fettes Rohr, muss laut sein, muss illegal sein. So ist meistens so, denkt man, ja. Aber also ich, als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, habe ich gesagt, ich möchte brutale Scheiße bauen, die TÜV hat. Das machen wir tatsächlich auch. Das ist ja auch echt sehr gut gelungen. Ja. Aber die Klappensteuerung ist von euch programmiert. Genau. Das heißt, ich kann jetzt nicht selber Klopf laut leise machen, sondern das ist nach Fahrzyklus, wann sie aufgehen darf, wann sie zu ist. Ja, so halb. Also wir haben eine eigene Kennungssteuerung, die haben wir selber mal entwickelt und die programmieren wir an jedem Fahrzeug auch selber und müssen uns natürlich an die EU-Richtlinien halten. Und du hast dann, ich sag mal, bei den Fahrzeugen, bei den neueren hast du ja überall Fahrerprofile. Das heißt, du kannst dann, wenn du auf Komfort stellst, dann ist sie quasi leise und wenn du beim Audi ist es Dynamic stellst, dann ist sie quasi laut, aber auch nur in den vorgeschriebenen Messbereichen. Na, also das heißt, wir machen das zum Beispiel bei unseren Klappenauspuffanlagen immer so, dass man sagt, im Stand ist die Klappe immer zu. Ne, weil das Schlimmste eigentlich, was passieren kann, ist, wenn im Stand die Klappe trotzdem auf ist und dann kommt die Polizei bis nach und sagt, hier irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Und genau, für uns ist es wichtig, dass der Kunde später keine Probleme hat. Das heißt, ihr ersetzt die originale Klappensteuerung gegen eure Klappensteuerung? Genau, die originale wird immer stillgelegt. Wir arbeiten auch nur mit Unterdrucksystemen, weil ich von den elektrischen Klappen absolut gar nichts halte. Und genau, deswegen bauen wir jedes Fahrzeug, wo wir eine Auspuffanlage haben, auf Unterdrucksysteme um. Kann man sich eigentlich auch ganz einfach vorstellen bei den Unterdrucksystemen. Es ist so, eine elektrische Klappe fährt einmal in den geschlossenen Zustand und muss dann quasi, ich sag mal, die Dichtigkeit durch die Stellkraft, die der Motor dazu gefahren ist, garantieren. Und vor einem Auspuffbau ist es das Allerwichtigste, dass die Auspuffklappe dicht ist. Weil da geht es ja auch um Lautstärke, ne, dass das später alles passt. Und ein Unterdrucksystem hast du immer Unterdruck. Das wäre quasi der Vergleich, als würde der Stellmotor die ganze Zeit gegen den Anschlag fahren. Und wie ist das jetzt bei Autos, weil du sagst,
alle Klappen, also alle Auspuffanlagen von euch haben nur eine Klappe, die original keine Klappe hatten. Das geht, also da kann man nachträglich dann eine Klappensoftware rausfahren, die dann wie bei einem neuen Auto Profile hat. Das haben wir jetzt bei Nico seinem Fahrzeug auch noch gemacht, ne, weil wir da, es gibt ja verschiedene Motorenversionen und deswegen habe ich das auch nochmal rausgefahren. Sprich, ich habe einen Datenbuslogger, ich schließe mich einmal auf den Datenbus an, fahre halt wirklich die Werte raus, gucke, was ist Geschwindigkeit, was ist Drehzahl, was ist ESP-Signal, weil Nico hat ja keine Fahrerprofile, das heißt, bei ihm kann man das dann einfach bei ihm kann man das dann mit Doppelklick ESP zwischen den beiden legalen Profilen wechseln. Und das fahren wir alles bei jedem Fahrzeug raus und programmieren das dann selber. Ist sogar über die Originalknöpfe. Genau. Ja, krass. Ja. Habt ihr mal messen können, hat man hier schon einen Leistungsverlust, wenn die Klappe zu ist? Also wenn die Abgase hier links, rechts ist immer ein bisschen unterschiedlich von Fahrzeug zu Fahrzeug, aber generell kann man schon sagen, dass man geschlossen immer weniger Leistung hat, ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja auch völlig logisch, wenn man sich sieht, dass der Abgasstrom halt sonst geradeaus durchgeht. Genau. Deswegen unter anderem bauen wir halt ab einem gewissen Drehzahl auch immer eine Notentlastung rein. Habt ihr staudrucktechnisch mal gemessen, wie viel das so ist, wenn zu ist? Also reden wir da eher so von 1, 2 Zehntel oder geht das auch mal hoch, dass da eher... Ja, wir bewegen uns immer irgendwie so bei 10%. Ne? Ja, okay. Nico war da schon ganz gespannt. Ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall mal gucken jetzt. Ne? Ja. Das geht, ne? Ja, ist jetzt natürlich auch, wie wir gesagt haben, 3,5 Zoll, ne? Genau. Aber also ich finde es persönlich, ich bin mal gespannt, was ihr gleich sagt, ich finde, er klingt auf jeden Fall sehr stark wie sein großer Bruder. Also vom Klangbild, natürlich ist es nicht kein GTR, aber es klingt schon sehr ähnlich, finde ich. Genau. Und bei dem Fahrzeug ist es jetzt so, bei der Abgasanlage, man kann wahlweise, und das ist optional, normalerweise hat das auch das Fahrzeug serienmäßig ein ähnliches Y-Stück und man kann quasi auch mit dem Serien-Y-Stück fahren oder halt unseres dazu nehmen. Mhm. Y-flutig und dann in ein Endrohr gerade raus. Genau. Ist einfach auch, weil es technisch gesehen am einfachsten so zu bauen ist? Oder nee, geht nur also so, man könnte es auch anders bauen. Es gibt auch Hersteller, die machen es anders. Ich bin immer der Meinung, ein Produkt muss performen, also eine Klappenauspuffanlage muss performen, in dem Sinne, dass man sagt, geschlossen ist so leise wie möglich und offen ist halt dann auch so laut wie möglich, aber mit einem schönen Klangbild. Deswegen arbeiten wir auch mit einem Vorschalldämpfer. Aber trotzdem nutzen wir dann, ich sag mal, den ganzen Bauraum, um halt den so leise wie möglich zu bekommen, was bei unseren Produkten sich eigentlich sehr, ich sag mal, sehr durchsichtig. Ne? Also das ist schon, das macht unsere Produkte aus. Habt ihr gemessen, was in dem Fall hier laut und leise ist? Wie viel Dezibel das so? Also laut messe ich meistens gar nicht mehr, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber leise ist auf jeden Fall unter dem Niveau, was das Fahrzeug braucht. Ne? Genau. Hier sieht man jetzt halt nochmal richtig schön, wirklich, wenn die Klappe zu ist, Abgase kommen müssen hier durch, weil die Klappe hier zu ist, dann tatsächlich hier durch den Bogen auch nochmal und gehen dann hier hinten raus. Und da hat man tatsächlich, weil theoretisch würde es ja eine Klappe tun, aber das zeigt halt immer Qualität halt mit dem Schalldämpfer einer zweiten Klappe dazwischen. Genau, das geht es um Lautstärke. Ne? Also wenn wir ein Produkt entwickeln und so eine Produktprüfung ist auch nicht gerade günstig und wir stehen da dann zum Schluss und es ist wegen der Seite, wenn man hier misst, auf einmal zu laut, weil die Abgase halt hier weitergeleitet werden. Deswegen haben wir gesagt, und das merkst du tatsächlich auch im Fahrzeug. Ne? Also wenn die Systeme, die wir einbauen, wenn man jetzt sagt, man nutzt nur, das kann man ja provisorisch auch mal testen, oder wir testen das ab und zu, man nutzt nur die hintere, dann hast du den Effekt, dass hier hinter nichts mehr ist. Das merkst du im Fahrzeug, das ist viel lauter, wenn die Klappe zu ist. Kriegt man damit auch so ein bisschen dieses Klappern der Auspuffanlagen weg? Weil man hat das ja ganz oft bei Klappen, dass die so ein bisschen klappern im Leerlauf. BMW finde ich F-Modelle. Ja, das liegt aber auch viel an den elektrischen. Okay. Genau. Und deswegen nutzen wir die zum Beispiel nicht. Ja. Und bei unseren Klappen ist zum Beispiel auch so, es gibt halt verschiedene, ne? Also du kannst zig verschiedene Hersteller an Auspuffklappen einsetzen und bei unseren ist es so, dass du die Lagerung auch komplett nachlagern kannst. Also wenn die mal, sag mal, ein bisschen Spiel entsteht, was bei, ich sag mal, 100.000 Kilometer warm-kalt auch mal normal ist, dann kann man die wieder nachstellen. Mhm. Geil. Genau. So, bevor wir anmachen, müssen wir noch einmal hier Auspuffanlagen rätseln machen. Also alles logischerweise handmade hier komplett. Genau, wir bauen die hier komplett selber, sprich wir bauen die Schalldämpfer selber
und schweißen jede Schweißnaht selber. Es sind auch alles eigenentwickelte Typgenehmigungen für die Fahrzeuge. Ja. Das wird ziemlich sicher wahrscheinlich die R3 sein, ne? Genau, das so ist mit, korrekt. Mit den Endrohren, das ist mal das erkennt man den Endrohren. Das ist für den R3 8V, ist auch egal. Also wir haben für den R3 8V tatsächlich auch vier ohne OPF, Vorfacelift, Facelift, TTRS passt die auch. Dann müssen wir noch andere Endrohre nehmen, aber genau. Mhm. Was schätzt du, was das ist? Ja, hier muss ich ehrlich gesagt gerade erstmal selber gucken, wie, wo, was. Ja, wird wahrscheinlich irgendwas, keine Ahnung, Allradmäßiges sein. Oder? Genau, das ist der R36 Passat. R36? Genau. Genau. Machen wir tatsächlich, also R32, R36 bauen wir relativ viel. Ich hätte niemals gedacht, dass einer eine 89er Anlage und dann... Das klingt schon sehr gut. Da habe ich eine Geschichte zu. Meinen ersten A4, den ich hatte, 2,8er B5, da habe ich tatsächlich von Kleinanzeigen eigentlich für einen S4 einen Auspuff gekauft. Also typisch selber gebaut, 89 mm, keine Ahnung, 300 Euro abholen, wie auch immer. Und irgendwie kam ich auf die, ey, der passt auch unter dem A4. Und habe dann diese 89er Anlage, die eigentlich für ein S4 gedacht war, unter den A4 gesteckt. Und war halt so richtig, du gibst Gas und es passiert halt nichts. Also es ist laut, aber so ein 2,8er beschleunigt halt nicht so. Das stimmt, so ja. 2,8er Golf 4 hatte ich natürlich auch als mein erstes Auto. Mhm. Ja, und das wird wahrscheinlich ja alles irgendwie so Golf-Plattform sein, ne? Genau, auch R3 Golf. Golf 4 A32, die beiden Anlagen. Ah, guck, jetzt sieht man das hier auch mal. Großes Endrohr, kleines Endrohr. Das heißt, ihr braucht natürlich passend auch immer die, genau, die Endrohre in klein und groß. Ja. Wir haben auch immer verschiedene Versionen an Endrohren, das sehen wir auch gleich bei Nico nochmal. Also ihr könnt jetzt quasi, das sind jetzt die mit Einsatz, die werden quasi einmal aufgestempelt. Mhm. Also wir machen den inneren Einsatz, die stempeln wir auf, dann wird das verschweißt und poliert, dass das quasi wie ein, aus einem Guss aussieht. Ne? Ist halt alles Handarbeit. Geil. Achso, und das ist die gleiche wie die, also auch wieder R36. Genau, das ist zweimal R36, zweimal Golf 4 R32, einmal Audi R3. Also wenn du mich gefragt hättest, ob es überhaupt zwei R36 in Deutschland noch gibt, müsste ich schon drüber nachdenken. Gibt es noch eine Menge. Und die Auspuffanlagen passen auch beim B7. Es gibt ja auch den 3,6 Liter B7 Passat. Da passen die Abgasanlagen auch. Mhm. Genau. Stimmt, also zwei Generationen gab es davon. Ja. Also es ist dann nicht mehr der R36, aber den Motor gibt es trotzdem. Nie gefahren, so ein Ding. Sollen wir eigentlich mal gucken, ob man irgendwie so ein... Also alle erzählen immer, kann gar nichts, verbraucht viel Sprit und so weiter. Also 3,6 Liter müssen eigentlich 3,6 Liter sein. Der Verbrauch ist schon hoch. Das ist uns auch bei der Entwicklung aufgefallen, dass der Tank, die Tanknadel auf jeden Fall schnell sinkt. Ja, so, dann würde ich sagen, lass mal runter und mal anlassen. Ich würde nochmal vorschlagen, Nico soll sich nochmal aussuchen, was für Endrohr du haben möchtest. Ja, also sind für eine Auswahl. Wir lassen das einmal runter und dann kannst du dir das mal aussuchen. Es gibt wahrscheinlich groß und noch größer. Das ist jetzt die Variante mit Einsatz, das ist scharfkantig. Was man dazu sagen muss, das wirkt halt ein bisschen voluminöser, ne? Also es wirkt halt ein bisschen bulliger. Ja. Ja. Meine Einschätzung wäre eindeutig. Was würdest du nehmen? Alleine aus dem Gewichtsaspekt würde ich schon die alleine. Yes. Ist aber auch meine Wahl, ja. Aber Gewicht ist bei unserer Auspuffanlage jetzt nicht so wo wir drauf achten, weil wir halt sehr dickwandiges Material nehmen und der Querschnitt auch sehr groß ist. Dementsprechend hat man mit unserem Auspuff im Gewichtbereich auf jeden Fall einen Tucken mehr. Ist auch tatsächlich so, wenn man schönen Klang haben will, brauchst du das Gewicht einfach. Ja. Ne? Weil jeder kennt das von, keine Ahnung, einem Klavier zu Hause, wie auch immer. Du brauchst halt einfach für Klang immer ein bisschen Gewicht. Eine dicke Orgel. Ein bisschen Masse. So, aber du, Nico, du? Ich auch, auf jeden Fall die hier. Ja, also ich finde, das passt ein bisschen, dadurch, dass das Auto ja auch so ein bisschen frecher ist. Ja, sehr gerne. Dann ziehe ich die noch einmal fest, richte die einmal schnell aus und dann können wir uns gleich anhören. Ja. Ich hätte immer gedacht, wir eigentlich hier Titan und noch so flambieren, weißt du, dass das Endrohr so blau wird. Das ist ja der Japan-Style, aber ich bin da auch. Nein, das ist aber tatsächlich auch nicht so meins. Freund. Nee, ich meins auch nicht. Bei uns ist es zum Beispiel so, wir verkaufen auch nur das, was uns gefällt. Mhm. Also das ist für uns. In unserem Fall war es so, weil das erste japanische Auto, habe ich HG auf jeden Fall gesagt, ich brauche eure. Die haben diese zum Nachrüsten, sage ich jetzt mal, mit Kugelgelenk einfach zum draufschieben, aber echt Titan, richtig schön im Blau, die mussten unbedingt einmal drauf. Ja, Nico, ich würde sagen, dann mache ich mal an, oder? Nee, stopp, ich nehme die Kamera, weil wir müssen dich auf jeden Fall filmen, wie du dein Auto hast. Ja, Gas. Ist jetzt Klappe zu oder auf? Ich habe das jetzt einmal so modifiziert, dass wir mal auch im Stand die Klappe offen hören. Ne? Also ist jetzt einfach offen erstmal. Ja, genau, damit man mal so ein bisschen Eindruck bekommt. Ne? Ist auch hier für Nikos Grinsen besser. Elektroauto, krass. Man hört wirklich gar nichts. Gib mal ein bisschen Gas, nur so mit Klappe zu. Ach krass, ist ja hier wirklich so Dreizylinder-Hybrid jetzt. Krass. Ja. Jawohl. Ey, wir wollen dir mal Gas geben sehen hier. Nein, du musst dich selber reinsetzen. Ich? Ja, ja, ich kann sagen, mach du mal. Nico soll mal Gas geben hier. Ey, krass, ne? Ganz anderes Auto. Ja, ich finde, der Effekt ist wirklich immer, das ist so, war ja früher auch so Felgen,
dann tiefer und dann Auspuff und schon hast du ein ganz anderes Auto. Ne? In dem Fall ist es jetzt andersrum, aber... So. Es passt alles. Also Steffen, mich hast du auf jeden Fall auch zu 100% abgeholt, weil ich finde, es hört sich extrem sauber an. Vielen Dank. Ja. Kein Scheppern, kein Blechern, sondern dieses 2 mm und auch generell diese ganze Masse von der Auspuffanlage ist halt wirklich, dass das auf jeden Fall eine Auspuffanlage ist, die auch schön klingt. Weil es gibt ja halt so viele Auspuffanlagen, die nicht schön klingen, aber das ist ja richtig schön Sound hier. Ja. Und was halt einfach krank ist Klappe zu, ist ja wirklich... Das ist schon leise, ja. Könnt ihr gerne auch mal im Innenraum mal filmen, in der Fahrt. Würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Ja, das ist schon echt krass, wenn du Klappe zu machst, denkst du fährst ein Serienauto. Ich würde vorschlagen, wir fahren jetzt direkt weiter zu Benni. Wir filmen auf jeden Fall dein Gesicht auf den ersten Metern. Wir nehmen ein bisschen Sound mit und dann hören wir ja gleich noch auf den Buchstaben. Ja, geil. Aber geil, vielen Dank. Vielen Dank. Gerne. Wieder bei Benni. Wie war die Fahrt? Brutal. Geil. Ich denke mal, ihr werdet es gerade schon gesehen haben, wie Nico am Grinsen war. Hätte sie sehen müssen, als erstes Mal angemacht. Also bei dem Sound kann ich es mir vorstellen. Es klingt wirklich gut. Also Benni, wir machen jetzt Folgendes. Ich würde sagen, wir messen den einmal jetzt einfach nur mit Abgasanlage. Mhm. Die ist ja auch ab Hosenrohr. Also Katzenzentrales Original. Das heißt, da wird sich wahrscheinlich nicht so viel tun. Außer die Serienanlage war irgendwie restriktiv schon ein bisschen. Ne? Und dann haben wir noch einen Sportluftfilter besorgt. Mit 50% mehr Luft. Naja, das ist so, weißt du, so ein Mythos. Ja. So, gerade bei einem Sauger, ich bin gespannt, ob das was bringt. Was hast du? Aber dafür ist das Video, das wollen wir mal klären. Das heißt, einmal messen wir jetzt einfach nur mit Auspuff und dann bauen wir mal schnell den Filter an. Ich würde sagen, wir genießen erstmal den Sound und du machst eine Messung. Gut. Das wirklich gut. Das muss man schon echt sagen. Also das Legalien ist der Wahnsinn. Das ist schon wirklich Wahnsinn. Was witzig ist, du stehst hier vorne, hörst den und wartest so drauf, dass jetzt musst du diese GTR-Abschiff kommen. Ja, genau. So wie die GTRs dann so diese Gänge durchschalten. Oder bis der Lader einsetzt. So. Oder bis der Lader einsetzt, das ist der zweite Punkt. Es fehlt dann noch so dieser Druck im Ausdruck. Nee, aber ist schon gegenüber vorher Welten, Geist gehört. Ja. Also jetzt kommt doch mal dieser V6-Sound so richtig geil zur Geltung. Also ganz anders. Gucken wir mal, wie sich das in einer Leistung hier zeigt. Ja, schau mal, 269,86 PS, 270 PS, ich glaube, da darf man aufrunden, ne? Ja. 334 Newtonmeter, das wäre hier die Serienmessung. Ja, doch. Ja, krass, das hätte ich nicht gedacht durch den Auspuff. Ne? Dann kann man schon sagen, dass das Ganze definitiv was macht. Und wenn wir jetzt nicht nur auf das Maximale gehen, sondern einfach jetzt mal irgendwo hier auf der Mitte, dann sind das hier teilweise sogar 11 PS. Ja, zum Beispiel hier. Der Bereich. Hast du Nico beim Fahren was gemerkt? Wahrscheinlich war also es hat sich so glücklich einfach das Gefühl 500 PS war. Es hat sich eh schneller angefühlt, weil der Sound einfach ja, klar, da war. Also, das ist aber immer so. Aber nein, eigentlich habe ich nichts gespürt. Ja, jetzt bin ich echt mal gespannt, wenn wir Luftfilter reinschicken. da bin ich auch gespannt. Das war gar nicht so einfach für das Modell einzukriegen. Sollte der nicht passen, machen wir aber Folgendes und messen komplett ohne. Das könnten wir auch machen, ja. So, aber ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass da so... Also ich habe es bei anderen Fahrzeugen schon gemacht, aber ich erzähle jetzt nicht zu viel. Deshalb, wir testen es einfach. Gleich haben wir mal 300 PS K&N morgen ausverkauft. Also ich glaube, wir haben glücklicherweise das Auto, wo man am schnellsten Luftfilter wechseln kann. Das kann gut sein. Weil ich glaube, ich würde jetzt sagen... Ja, ich glaube, du hast... Da ist schon eine Matte drin. Der ist,
Da ist ja. schon mal so. Drin. Du hast schon. Ich dachte, das ist eine Serie. Nein. Wir könnten jetzt einen sauberen einbauen. Also, wir könnten jetzt einen sauberen einbauen, genau. Also, ja, der hat schon ein bisschen was hinter sich. Aber, Alter, das ist immer wieder witzig. Also, du kriegst auf jeden Fall einen frischen danach. Aber da wird jetzt. Also, das wird jetzt leistungsmäßig kein Unterschied sein. Wahrscheinlich nicht. Ich hätte jetzt, ohne Witz, ich hätte jetzt nicht mal erkannt, ob das. Doch, du kennst ja den. Normalerweise hast du einen Papierfilter. Achso. Normalerweise hast du ja einen Papierfilter, der so richtig so ein gelbliches, weißes Papier ist. Okay. Und das ist ja Baumwolle mit... ist sogar der gleiche Filter, nur jetzt in... In sauber. Ja, in sauber. Ist genau der gleiche Filter. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns das Leben einfach und das ist unser neuer Sportlerfilter. Okay. Und ziehen wir einmal eine bessere Kopfhörer. Ja, machen wir ohne? Ja, okay. Ja, warum nicht? Klar. Lass ausprobieren. Nicht, dass hier doch alles dran gemacht ist. Nockenwellen schon drin. Nicht, dass hier sich irgendwo Turbolader verstecken, die wir noch nicht sehen. Ja, noch einen angedeuteten Trichter. Na. Wollen wir den Rahmen reinmachen? Ja, ja, den würde ich, glaube ich, reinmachen. Fürs Gewissen, ne? Fürs Gewissen, ja. Nicht, dass es heißt hier, dass wir die Haube jetzt auflassen, dass der Ramme-Effekt irgendwie da ist, deswegen... Ich anfangen muss zu lachen. Es klingt schon wirklich gut. Aber ansauggeräuschmäßig drin was gehört? Nee, ne? Nee, ich würde sagen nicht. Nee, von außen auch nicht. Ich würde sagen nicht. Boah, ein Pesen. Ja. Aber ja, kannst du ja mal drüberlegen, ob es jetzt nur so eine Peak-Sache war irgendwie. Also ein PS mehr jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob man das... Ja. Nee. Also das ist schon ziemlich... Naja, also ich bin gespannt, diesen Knick, den man hier immer wieder in dem Bereich hat, ja. Ob das softwaremäßig schon irgendwas ist, ob man da vielleicht irgendwie anfettet oder... Kann halt höchstens sein, dass er aus der Verstellung vielleicht wieder rausgeht. Oder sowas, ja. Ne? Dass er hier irgendwo verstellt, gar nicht groß auffällt und hier irgendwo der Versteller wieder zurückfährt oder so. Das könnte ich mir höchstens vorstellen. Also wir stellen fest, Sportauspuff 5 PS mehr, gar kein vorhandener Luftfilter 1 PS mehr. Und jetzt geht es an Thema Software. Genau. Hast du das Tool zum Auslesen schon bekommen? Kriege ich morgen. Morgen, okay. Ja. Weil ich habe mir überlegt, das Video ist jetzt schon wieder so umfangreich bis hier geworden. Wir machen jetzt hier einen Cut, weil dann können wir nämlich im zweiten Teil die Software mal so umso genauer zeigen. Mhm. Sonst wird das wieder so ein Stundending, anderthalb Stunden Ding, würde ich fast sogar eher sagen. Da es mich aber wirklich interessiert, was man da rausholen kann. Also auch so generell, vielleicht kann man ja auch einen kleinen Additiv arbeiten oder wie auch immer. Ne? Ja, also das Ding fährt halt relativ viel Zündung schon in Serie. Kleiner Oktanbooster, wollte ich damit sagen. Bin ich gespannt, ob da überhaupt noch saugertechnisch etwas kommt oder ist das hier von Nissan schon auf die Spitze getrieben. Aber praktisch, im nächsten Video können die Leute sich darauf freuen, einmal überhaupt mal zu sehen, wie man so ein Ding vielleicht ausliest. Mhm. Musst du da wirklich mit Pins aussteuern? Mhm. In dem Fall ja. Dann generell mal so ein bisschen vielleicht zeigen, wie dieser Funktionsrahmen aussieht vom Beschreiben und was wir da überhaupt anpassen können, ob es das bringt oder nicht. Ja. Das heißt, wir wären ja schon verdammt gut, wenn man in Richtung 300 PS kommt, ne? Boah, also wenn also die sehe ich noch nicht. Ja, 30 PS, 10% ist schon krass. Das wäre ja schon ja, vor allem viel. Ist jetzt ja auch nicht so, dass wir hier die Drehzahl unendlich nach oben schieben könnten, weil das ist ja schon ein Plateau hier, ne? Genau, also wenn wir ja jetzt sagen, wir würden die Drehzahl erweitern, würde hier keine Mehrleistung kommen, aus diesem Grund auf jeden Fall. Ja. Das heißt, du kannst nur über Zündung, eventuell ja, ein bisschen Kraftstoff, ich weiß nicht, ist das Ding vielleicht saumager und muss schon ein Tickchen fetter, einfach reingucken und schauen, was uns erwartet. Ich glaube, Drosselklappe ist schon voll offen in Serie. Das heißt, die... Gibt es ja generell einen Saugmotor, wo du sagst, mit Software gehen da auf jeden Fall 100 PS? Na, 100 nicht, aber es gibt oder schon Motoren, die sich sehr gut dafür eignen. Ne? Also und welche? C63, der typische Sauger als Beispiel, der eignet sich dafür. Die 457 PS Version. Genau, der geht sehr gut. Aber als Basis bei Volkswagen gibt es den VW Up mit 60 PS und mit 75 PS. Als Beispiel ist nur Software. So, und dann tunst du so ein Ding und hast 20 PS mehr. Also es gibt schon Motoren. Das heißt, wir reden davon, dass du einen gedrosselten Motor aufmachst. Ja, das ist kann man so sagen. Genau. Okay. Ja. Tschüss. Danke fürs Zuschauen und ihr dürft euch auf einen weiteren Teil des Saugertunings freuen. Ciao.